schön, dass du wieder auf meinen Kanal gefunden hast. Heute gibt es mal eine Zusammenkunft mit der lieben Flauschi. Flauschi mag ich selber unglaublich gerne sehen. Die hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Ich verlinke das Ganze unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Und zwar haben wir uns so überlegt, was machen wir beiden Schönen denn zusammen? Und wir haben uns überlegt, dass jeder für den anderen ein komplettes Make-up seiner Wahl, wo ich der Meinung bin, das könnte ihr gut stehen und sie der Meinung ist, das könnte mir gut stehen. Das haben wir uns gegenseitig zugesandt und das ist dabei rausgekommen, was die Flauschi für mich eingepackt hat. Wenn dich interessiert, welche Produkte das sind, dann schnapp dir einen Kaffee, schnapp den Keks und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Bis gleich. Wollen wir mal gucken, was der Flauschi hier für uns eingepackt hat. Einmal eine Foundation von Alterra. Gucken wir mal, kenne ich gar nicht. Wollen wir mal ausprobieren. Ich mache mal so ein bisschen was auf dem Teller hier drauf. Und ich blende ein bisschen was ein zu den Produkten, dann ist es für mich jetzt irgendwie einfacher. Hier läuft nichts. Da läuft gar nichts. Gucken wir einfach mal, wie das Ganze bei mir auf der Haut sieht. Und wenn ich das so auf dem Teller sehe, könnte das 1:1 eine Hautfarben-Foundation für mich sein, so wie ich es vermutet habe. Wie Sie sehen nichts. Sie wird wahrscheinlich irgendwie ein bisschen so Rötungen und kleine Unebenheiten hier ausgleichen. Ich habe hier zum Beispiel hier mal so einen kleinen Leberfleck. Könnt ihr gucken, kann ich ruhig mit der Foundation drüber, passiert nichts. Aber ist ja nicht so schlimm. Dann haben wir heute so ein bisschen natürlichen Look, dann können wir mit den anderen Produkten ein bisschen mehr Gas geben. Ich finde es aber besser, als wenn sie jetzt eine Foundation eingepackt hätte, die jetzt hier, was weiß ich, mega hell ist oder so. Ich mache mir das jetzt auch mal hier so ein bisschen darüber. Was habe ich da denn hängen? Hängt da noch Sandmann oder was? Man weiß es nicht. Ich verteile mir die Foundation jetzt erstmal hier. Die riecht so zitronig oder so, riecht die irgendwie. Aber nicht, ich mag das nicht riechen. Sag ich jetzt ganz ehrlich, mache ich nicht so gerne riechen. Aber vom Hautton passt es zumindest so, dass ich am Hals hier nichts angleichen muss. Das finde ich schon mal eigentlich ganz schön. Das finde ich okay. Sie gleicht ein bisschen aus. Aber ist okay. Das ist eine schöne Foundation. Das ist ein absoluter Nature-Look. Ob ich jetzt was drauf hat oder peng. Das in Uschi, nimm die ins Kabel. Beißt die mir ins Kabel hier rein. Sag mal, Katzen heutzutage, du. Was ist los, Uschi? Kannst du dir einfach da ins Kabel reinbeißen? So. So sieht die ganze aus. Sehr, sehr, sehr natürlich bei mir. 1:1 mit meinem Farbton. Wenn ich irgendwie einen Look haben möchte, der so aussieht, als hätte ich nichts drauf, dann wäre das die perfekte Foundation. Das Einzige, was mich an dem Ding stört, ist der Geruch. Mag ich nicht riechen. So, aber sonst finde ich es so okay. Das ist ja auch immer persönliches Empfinden. Andere sagen, oh, die riecht aber gut, ne? Ich mag sie nicht riechen. So, dann hat die liebe Flauschi mir noch eingepackt 2 Concealer. Einig nutze ich ja immer nicht Concealer, heute will ich es denn aber mal tun. Einmal den Bye Bye Under Eye von It Cosmetic, den kenne ich schon. Den kann ich gleich zur Seite legen, weil ich mecke aber auch, ne? Ich kenne ihn aber schon. Und wenn ich mir den unters Auge packe, der ist geeignet für Menschen, sage ich mal, die jetzt irgendwie, was weiß ich, mega Augenringe haben oder irgendwie ein Feuermal oder eine Narbe, was sie verdecken möchten. Da ist dieses Ding von It Cosmetic Gold, weil der deckt alles ab. Der ist wirklich abdecktechnisch nicht zu toppen, aber ist nichts für mich. Deshalb nehme ich den hier von Max Factor. Den nehme ich hier, ich gucke mir mal an, wie hell der ist. Okay, sehr, sehr hell. Und da man die Foundation ja nicht sieht, nehmen wir jetzt einfach den ein bisschen. Machen erstmal hier die Haare so ein bisschen weg, sonst habe ich nämlich gleich wieder eine Haare. Machen hier oben ein bisschen auf die Stirn. Ein bisschen auf den Rüssel. Ein bisschen aufs Kinn. Und ein bisschen hier hinten am Auge, weil hier ist ja immer so eine dunkle Stelle, ne? Hier so. Da machen wir ein bisschen was hin. Ein bisschen in den Augeninnenwinkel rein. Und das Ganze verteilen wir jetzt mal mit dem Beauty Blender. Sonst nutze ich eigentlich fast nie Concealer. Ganz, ganz selten. Wenn ich echt mal Bock drauf habe, so, dann mache ich das mal. Aber meistens lasse ich das eigentlich so. Also ich bin ein concealerloser Mensch
und lebe eigentlich ganz gut damit. So, das verteilen wir uns jetzt hier mal ein bisschen. Also sie lässt sich richtig gut verteilen. Hält das jetzt nicht so wirklich auf, aber das liegt ja wahrscheinlich dann an meinem Hautton und an der Foundation. Aber so für die Augenwinkel sieht es schön aus. Das lang, ne? Auch hier außen ist vollkommen okay. Concealer eben, ne? Kriechen kann ich nachher sagen, ob der irgendwo reinkriecht. Schauen wir mal. Nächstes Produkt. Da wir nachher ein bisschen mit Lidschatten arbeiten, hat sie mir auch einen Eye Primer reingepackt von Isadora hier. Ich nutze ja, oder ich habe bis jetzt noch keinen Lidschatten-Base gefunden, wo ich sagen kann, okay, das gefällt mir. Das sieht so ein bisschen rosa-stichig hier aus. Das mache ich mir jetzt einfach mal mit dem Pinsel mal hier oben auf die Äuglein drauf. Weil ich bin nämlich immer noch auf der Suche nach der perfekten Lidschattenbase, weil bei mir fangen immer nach einer gewissen Zeit einfach die Augen an zu drehen. Ich weiß nicht, ob da was da Besonderes in diesen Eye Primern drin ist, dass das irgendwie nicht so, ich weiß gar nicht, Eye Primer, das ist doch jetzt eine Lidschattenbase, ne? Oder? Die macht ja eigentlich so gar nicht so wirklich was, ne? Aber okay, gut, dann ist es so. Ich hoffe, ich liege da jetzt richtig. Nicht, dass ich mir jetzt da irgendwas anderes auf die Augen jage, was da eigentlich gar nicht hin soll. Weiß ich nicht. Kann ich nicht mal mit Brille lesen, werde ich nachher mal Herrn Google fragen, ob ich das denn hier so richtig gemacht habe. So, das Ganze poche ich mir jetzt einfach mit dem Finger nochmal drauf. Ob es jetzt eine Lidschattenbase ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt erstmal hier raufgeschustert und dann werden wir sehen. Dann geht es weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar hat sie mir eingepackt Puder. War das das Einzige? Ja. Dieses Puder hier von NYX. Und zwar blende ich dazu auch noch mal ein bisschen was ein. Das ist so ein kompaktes, farbloses Puder. Das probieren wir jetzt auch mal aus. Ich nehme da auch mal einen ganz sauberen Pinsel für. Ich finde, man hat immer so ein bisschen Angst, wenn man so das Weiße sieht, ne? Das ist so, dass man dann auch nachher so aussieht im Gesicht, ne? Aber das ist nicht so. Sondern das ist einfach ein farbloses Puder, was keine zusätzliche Deckkraft gibt und einfach nur ein bisschen fixieren soll. Und damit fixieren wir jetzt diese nicht sichtbare Foundation bei mir. Weiß nicht, vom Farbton halt her passt. Und fixieren uns nochmal ein bisschen die Lidschattenbase auf dem Auge. Also ich hoffe, dass es eine Lidschattenbase ist. Ich bin da echt nicht ganz sicher, ne? Aber ein Lidschattenprimer ist doch ein... Okay, gut. Wir werden sehen. Das sieht jetzt nicht irgendwie so aus, so weiß, sondern es ist einfach nur... farblos, keine zusätzliche Deckkraft, keine zusätzliche Farbe obendrauf, sondern einfach nur ein Hauch von Puder. So, dann war da drinnen noch ein Augenbrauen, eine Brow Mascara. So ein ganz kleines Mini-Bürstchen ist da dran. Und damit kann man sich wohl hier, ich mache da ja immer gar nicht so ein Tara davon, fegen wir uns mal einfach das restliche Puder und so weiter hier raus. Und fegen uns das mal so ein bisschen in Form hier. Ja, gibt schon ein bisschen Farbe ab. Jetzt nicht so fürchterlich viel. Aber ich bin hier auch mal ganz vorsichtig, weil ich das Produkt jetzt noch so gar nicht kenne. Hier habe ich jetzt ein bisschen eine Beule drin, ne? Aber ist okay. Ich schnüffel mal überall dran. Kennt ihr das? Machen wir die schon mal so ein bisschen nach oben. Hier muss ich noch mal ein bisschen mit dem Augenbrauenstift nachmalen, weil ich habe hier hinten gar keine Haare mehr. Ich weiß auch nicht, was. Auf dem Kopf Haarausfall gehabt, ne? Und jetzt hier auch noch an die Augenbrauen. Ich bessere das mal kurz aus und dann geht es weiter mit dem nächsten Produkt. Aber das finde ich nicht schlecht hier. So, dann war in dem Paket noch ein Bronzer drin. Und zwar von Essence Natural Glow. Der hier. Kenne ich gar nicht. Von Essence habe ich zwar ein paar. Und guck mal, die Prägung da drin, ne? Könnt ihr das sehen? Das ist so eine schöne Sonne, ne? Das sieht richtig toll aus. Gefällt mir richtig gut. Bin ich mal gespannt, wie das sich so verhält bei meinem Hautton. Ich glaube fast, dass das ein bisschen dunkel sein kann. Nee, das geht. Ich fange mal gerne hier oben an, weil meistens ist mein Pony hier nachher runter. Und wenn da irgendwas schief geht oder sieht scheiße aus, kann es aber noch ausgleichen, ne? Aber das sieht zart aus, gut aus. Ich mache es nochmal hier ein bisschen. Das große E, das große B, ne?
Aber das ist eine tolle Farbe. Und das soll so ein bisschen glowy sein. Und das ist er auch. Er ist so ein bisschen shiny, nicht ganz so matt. Gefällt mir richtig gut. Ja, ich nehme auch immer ganz gerne so einen Stifling Brush hier. Wenn ich so Produkte habe, die ich jetzt so noch so gar nicht kenne, dann finde ich das immer ganz schön, wenn ich so einen Stifling Brush nehme, weil da kannst du eigentlich schlecht mit überdosieren, sagen wir es mal so. Und irgendwie habe ich mir hier immer eine neue Haarlänge hier immer noch nicht so richtig gewöhnt. Aber ich finde den Bronzer richtig toll. Der ist richtig schön. Der gefällt mir gut. Hast du richtig schön ausgesucht. Passt so vom Farbton und macht auch so ein bisschen so. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich will die Foundation jetzt hier nicht schlecht reden, ne? Ich finde die schön. Aber so für meinen Hautton ist das so. Das sieht so, ja, als hätte ich eigentlich nichts drauf. So sollte Foundation ja auch eigentlich aussehen. Aber der Bronzer, der gleicht das Ganze hier ein bisschen aus. Da, wo die Sonne zuerst hinkommt. Da setzen wir uns das hin. Den Bronzer finde ich sehr, sehr schön. Den hast du richtig schön ausgesucht für mich. Der passt. Den mag ich. So, Pony schon mal wieder runtergeragt. Bronzer, Foundation, finde ich, passt sehr, sehr gut zusammen. Passt gut zu meinem Hauttyp. Hat sie richtig toll ausgesucht. Ja, den Brighton Bronzer finde ich richtig toll. Und jetzt kommt noch, was ich richtig toll finde. Habe ich nämlich noch gar nichts von. Und zwar ist das von Milani ein Blush. Also da habe ich schon so viel Tolles drüber gehört. So sieht das Ganze aus und ich finde das einen interessanten Ton, weil sowas habe ich noch gar nicht in der Art. Und man sieht das, glaube ich, auch schon so im Licht. Der hat so kleine Shiny-Partikel drin und auf den bin ich mal richtig gespannt. Dann nehme ich mir auch wieder so einen Stifling-Brush hier drin, weil ich, das staubt doch ordentlich, weil ich dieses Produkt noch gar nicht kenne. Das setze ich mir jetzt erstmal so ganz vorsichtig hier hin. Oh, der hat aber einen Mega-Schein. Könnt ihr das sehen? Das ist so Highlighter und Bronzer. Ist das überhaupt Highlighter und Bronzer, sage ich schon. Ist das überhaupt ein Blush? Oder ist das nur ein Highlighter? Man weiß es nicht. Weil so richtig rot gibt er nicht ab, ne? Oder so. Ich setze mal die Brille auf. Ne? Also Vorbereitung ist ja eigentlich alles. Ich lese das nochmal nach. Ist es nur ein Highlighter oder ist das auch ein Blush? Nein, das ist auch ein Blush. Aber der Farbton ist für mich, jetzt lege ich fast meine Brille in die Foundation rein. Ne? Der ist für mich jetzt so, ich swatch das hier mal so. Der ist so, könnt ihr das so sehen? Sehr, sehr shiny. Aber bei meinem Hautton ist so, fällt es... Blush jetzt nicht so ins Gewicht, also die Farbe jetzt nicht so, aber das ist okay. Gibt einen Megaschein. Megaschein. So ein bisschen so orange so, ne? Aber für meinen Hauttyp ist das zu hell. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön, weil die Foundation ja auch so unauffällig ist, der Bronzer so ein bisschen. Passt gut zusammen, finde ich. So, da hatte sie mir eigentlich auch noch so eine Shimmer-Shine-Palette hier von Douglas eingepackt. Diese hier. Da ich persönlich aber finde, dass hier nur wirklich genug Schimmer ist, spare ich mir diese Palette hier. Die benutzen wir mal an einem anderen Schminke. Aber ich glaube, das wird heute... Vielleicht mache ich davon einfach nachher ein bisschen auf die Augen, auf den Lidschatten drauf. Aber ich glaube, sonst würden wir heute ein bisschen übertreiben mit Shiny. Ne? Deshalb lasse ich die jetzt aus. Mal gucken, vielleicht nutzen wir sie gleich auf den Augen. So, palettentechnisch hat mir die Flauschi eingepackt. Diese hier von Isadora, so ein ganz kleines süßes Ding. Ich nehme mal kurz den Applikator hier raus. So eine kleine Palette. Ich finde die Farbzusammenstellung finde ich richtig cool. So in der Form habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, welche Farben da jetzt zum Einsatz kommen. Als allererstes nehme ich mal die hellste Farbe hier und werde mir... Oh, 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 oh. Ein Kekskrümelmonster. Die hellste Farbe, die setze ich mir jetzt erstmal aufs komplette Augenlid bis unter die Augenbrauen, um hier einfach mal so ein bisschen Planfläche nochmal zu schaffen, damit die Farben einfach ein bisschen besser rauskommen. Und meistens ist es so, wenn du so ganz kleine Paletten hast, ne, da haben die meistens eine göttliche Farbabgabe. Das ist jetzt so ein bisschen rosastichig hier so, ne? Aber das macht ja nichts. Ne? Wenn die Farbe nachher gut rauskommt, ist das ja in Ordnung. Aber sie krümelt sehr. Sie krümelt sehr. Aber das, mich stört das eigentlich nicht an Paletten. Wenn man das weiß, ist das in Ordnung. Ist natürlich jetzt blöd, wenn du erst deine Base gemacht hast und dann nachher die Augen machst. Aber mich stört das jetzt nicht. Das ist so ein bisschen rosastichig, ne?
Das ist nicht so richtig weiß. Also hier sieht es ganz weiß aus. Ist es aber nicht. Aber mich stört es jetzt nicht. Dann ist es so, ne? So, ich fange jetzt mal an mit diesem Ton hier. Das sieht so dunkelbraun aus. Das ist aber ganz, ganz dunkel auberginefarben. Und das ist genauso ein Krümelmonster wie dieses helle hier. Deshalb klopfe ich das mal richtig gut ab. Und möchte mir das gerne, ich habe ja hier Schlupflider, ne? Und ich habe jetzt den gleichen Pinsel wie gerade eben, halte ihn so ein bisschen schräge und teste mich jetzt erstmal ran an die Farbe hier. Und dann geht das auch gleich los, ne? Also wie ich schon vermutet habe, man hat ja schon so ein bisschen Erfahrungswerte, haben diese kleinen Paletten, ne? Die sind immer richtig biestig. Und ich tanze jetzt hier wirklich nur so einmal drüber übers Auge und das geht sofort los hier. Hier möchte ich gar nicht so viel haben. Gehe auch ruhig so ein bisschen hier vorne rein. Und dann verwuschel ich mir jetzt erstmal so ein bisschen. Also das kleine bisschen, was ich da genommen habe, ne, seht ihr ja selber, ne, geht sofort ab, das Ding. Das finde ich immer irre. Gut, sie krümelt, okay, kann ich mit leben, ne. Jetzt hier nochmal so ein bisschen die Banane hier so ein bisschen, ne. Auch wenn manche damit nichts anfangen können mit der Banane. Aber man weiß doch, dass eine Banane halbrund ist. Und man sieht doch, was ich hier mit dem Pinsel mache. Mir hat letztens jemand gesagt, mit Banane kann ja auch keiner was anfangen. Doch, ich schon. So, ich mache das jetzt hier auf dem anderen Auge auch nochmal. Und da geht auch sofort geht das los. Und ich habe das schon gleich so reingemacht, hier so direkt in die Lidfalte. Ziehe das so ein kleines bisschen nach vorne hier. Aber die ist richtig biestig, die Kleine. Möchte ja nicht wissen, wie das Blau da drin ist, ne? Das Blau, das geht bestimmt ab, ey. Dann nehme ich diesen Ton hier und dann nehme ich mir so einen flachen Auftragepinsel, also so einen Katzenzungenpinsel, wie man sagt. Und den möchte ich gerne, da fange ich einfach in der Mitte an und den möchte ich gerne auf dem kompletten, beweglichen Augenlid einfach drauf haben. Und hier ist so ein ganz, ganz kleiner Spiegel drin, ne? So ein ganz, ganz kleiner Spiegel. Die ist eher undramatisch, die Farbe. Aber auch sehr farbergiebig oder sehr farbwillig, ne? Also mach es einmal rauf und gleich zack ist das da. Das mache ich jetzt hier auch nochmal auf dem anderen Auge. Fangen wir hier in der Mitte an. Weil vorne möchte ich gerne ein bisschen was Helleres hinsetzen. Und am Ende möchte ich gleich noch etwas Dunkleres hinsetzen. Also die ist sehr, sehr farbwillig. Farbwillig, das ist auch wieder ein Wort, ne? Ich gehe jetzt nochmal so vertikal hier rein und gehe hier nochmal, weil ich mit dem ganz Dunklen da jetzt nicht arbeiten möchte, nochmal so rüber, hoffentlich könnt ihr so sehen, hier über meinen Schlupfi. Da gehe ich nochmal so ein bisschen rüber, weil da möchte ich das einfach noch so ein kleines Tickchen dunkler haben. Da gehe ich mit der Farbe rüber, da sind solche schmalen Pinsel immer richtig schön. Da kannst du gezielt die Farbe auftragen. Das soll ja nur ein kleiner minimaler Unterschied sein jetzt hier, ne? Nee, hier auf dem anderen Auge habe ich jetzt ein bisschen mehr. So. Ich finde die Farbe schon richtig schön. Ich bleibe jetzt hier bei dem Pinsel, bleib auch bei der gleichen Farbe. Und nehme das nur mit der Spitze, setze mir das gleich mal hier unten drunter. Ich weiß ja nicht, ob ich vielleicht das andere Dunkle da gleich noch ein bisschen mit zur Hilfe nehme. Aber ich glaube, das dürfte dunkel genug sein. Ich überlege nochmal. Ich bleibe die faule Pinselwäscherin. Bleibt immer noch bei dem Katzenzungenpinsel. Und den mache ich jetzt mal in dieses ganz Dunkle, was wir ganz zu Anfang haben, gehabt haben. Dieses Auberginefarbene. Und das setze ich mir jetzt einfach mal hier hinten hin. Hier möchte ich das einfach ein bisschen dunkler haben. Das ist eine richtig schöne Farbe. Dieses Aubergine gefällt mir richtig gut. Mag ich sowieso gerne leiden. Und diese kleine Palette, die ist so, so farbintensiv. Die finde ich richtig toll. Hast du gut ausgesucht. Gefällt mir richtig gut. So, ich nehme den Pinsel jetzt nochmal so. Und damit es hier so gut gefällt und ich das oben in der Ecke habe, kommt das auch hier hinten mit dran. Ich verbinde das dann praktisch
So mit dem oberen Auge, mit dem oberen Auge. Ihr wisst jetzt, was ich meine. Das, was ich hier in der Ecke habe, mache ich auch im hinteren, unteren Augenwinkel rein. Ziehe das so ein bisschen nach oben. Kann auch so ein bisschen Cat-Eye machen, ne? Kann auch so ein bisschen so machen. Das ist ja jedem selbst überlassen. Verbinde das, dass einfach ein bisschen eine Verbindung besteht. Und dieses Aubergine, da hast du mal richtig den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist nämlich eine meiner Lieblingsfarben, bis auf Grün. Grün mag ich auch noch richtig gerne, aber dieses Aubergine ist der Knaller. Mag ich. Ich nehme jetzt nochmal so einen ganz, ganz kleinen Pinsel und gehe nochmal in dieses helle, dieses weiße, was so ein bisschen rosastichig ist. Das nehme ich mir so ein ganz bisschen hier und setze mir das nochmal so ein bisschen in die Innenaugenwinkel. Weil ich finde, das passt jetzt ganz gut zu dem Braun, zu den Auberginen. Und ich glaube, hier sieht man das richtig, dass das so leicht rosafarben ist, ne? Aber ich finde das toll. Das gefällt mir richtig gut. Das ist mal was anderes, ne? Habe ich früher noch so in der Form noch gar nicht so gesehen. Es ist so rosafarben, obwohl das in der Pfanne richtig weiß aussieht, ist es aber gar nicht. So, mal richtig schön rein. So, ein bisschen Wimperntusche, gucken wir mal, was sie da eingepackt hat. So, da hat sie mir von Rival de Loupe, nee, Rival Loves Me, die Never Seen Before. Da hatte sie mir so ein bisschen am Telefon gesagt, dass sie die schon mal gesehen hat bei einem YouTuber und dass ihr die so gut gefallen hat, dass sie die in mehrfacher Ausführung zu Hause hat. Habe ich ihr auch mal einen Spiegel, ja. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, weil da hat sie richtig von geschwärmt. Dann will ich mal gucken, ob das bei mir auch so funktioniert. Ja, also trennen tut sie die Wimpern schon mal richtig schön. Das Bürstchen passt auch so von der Größe hier. Ja. Gut, bei mir müssen immer mehrere Schichten drauf. Ich mache das immer gerne besonders schwarz haben, aber sie trennt die Wimpern richtig gut. Das gefällt mir, aber ich sehe so schon nach dem ersten Auftrag, ich muss mehrere Schichten drauf haben. Ich mache immer eine Schicht, lasse das ein bisschen trocknen, trinke einen Kaffee oder mache in der Zeit meinen Lippenstift. Und dann mache ich immer nach und nach so zwei, drei Schichten drauf, so lange bis ich sage, jo, das gefällt mir. Aber trennen tut sie die Wimpern richtig gut. Da kannst du nicht meckern. Da hast du recht, das ist ein tolles Produkt. So, zweite Schicht habe ich jetzt hier mal drauf gemacht. Finde ich richtig toll. Ich habe hier schon einen Lip Liner von Douglas. Den mache ich mir mal schnell dran hier. Einmal rundherum. Schöne Farbe. Also du hast wirklich Farben ausgesucht. Man sieht, du siehst mich doch öfters, was ich gerne mag. So typentsprechend. Ich hoffe, ich habe dir genauso schöne Sachen, oder du, hier sind schöne Sachen, aber ich hoffe, die gefallen sie genauso gut wie mir deine. Also das Augen-Make-up finde ich richtig knaller. Gefällt mir richtig gut, passt zu mir. Auberginen finde ich toll, braun finde ich toll, dieses Dunkle passt einfach so zu mir. Ich mag das. Freue ich mich richtig doll drüber. Jetzt kommt nochmal der Lippenstift. Lippenstift gibt es von Trended Up Sensitive Farbton 030. Er ist jetzt ein bisschen heller wie der, nee, doch nicht. Wie die Umrandung, wollte ich schon sagen. Jetzt habe ich hier so ein bisschen gefuscht, ne? Aber die Farbe finde ich okay, schön. Das ist nicht so natürlich so das Optimum jetzt zu dem da oben, aber das ist okay. Der müsste so ein kleiner Dickduckler sein, ne? Aber ich finde den schön. Ich finde, der riecht komisch. Der riecht so, nur ist das auch so eine Sensitive-Reihe, ne? Aber ich finde, der riecht irgendwie nicht schlecht, dass er jetzt schlecht riecht oder so, ne? Aber so, ich weiß ja, heute bin ich besonders großempfindlich. Erst die Foundation, wo ich sage, naja, jetzt der hier so, ich weiß nicht, die Farbe ist toll. Ja gut, er müsste ein Tickchen dunkler sein, da wird es gut dazu passen, ne? Aber finde ich total in Ordnung. Hab ich noch gar nichts von der Reihe hier. Könnt ihr mir mal erzählen, ob die Sensitive, ob das so riechen soll? Nur am Meckern, ne, was die Gerüche betrifft, ne, geht gar nicht.
Finde ich bis jetzt aber einen sehr, sehr schönen Look. So, wir wollten jetzt nochmal den Highlighter ausprobieren. Wie sieht der jetzt hier aus, ne? Ich bin noch nicht so ganz eins mit meinen Haaren. Also, wer hier neu ist, ich habe richtig ein paar Kilo Haare gelassen. Und da bin ich noch nicht so ganz eins mit. Wir werden jetzt nochmal ausprobieren, um hier vorne jetzt nochmal ein bisschen Schimmer reinzukriegen. Ist hier an der Seite der hellste Schimmerton. Dann nehme ich jetzt einfach... Oh, ich weiß nicht, ob der ein bisschen hell ist. Egal. Wir setzen uns den mal hier vorne drauf. Ich möchte es gerne hier ein bisschen heller haben. Ja, der ist schön. Der öffnet das Auge richtig schön. Sehr, sehr schimmerig, weil das ist ja schon ein bisschen eine dunkle Geschichte. Aber ich mag ja so dunkle Geschichten auf dem Auge, wenn man mich öfter sieht. Da hat die Flauschi das schon richtig ausgesucht. Hier muss man ein bisschen mehr hin. Yes. Wimperntusche, dritte Schicht nochmal und dann gucken wir uns zum Endresultat nochmal wieder. Also, das wäre so der Komplettlook. Ein paar schöne Ohrringe jetzt noch dazu. Fertig. Ich gucke jetzt nochmal die einzelnen Produkte. Die Foundation ist für meinen Farbton optimal. Das sieht wirklich so aus, als hätte ich da gar nichts drauf. Finde ich total in Ordnung. Das Einzige, was mir hier nicht gefällt, ist der Geruch. Ansonsten die Verpackung finde ich toll. Ich finde diesen Pumpspender oder diese, das ist ja eine Squeezeflasche und dann mit so einem Spender hier dran, finde ich total in Ordnung. Gut, der Geruch, das ist jetzt mein persönliches Empfinden, das hat mir jetzt nicht so gefallen. Aber ansonsten ist das für mich, für meinen Farbton, eine Hautfarbton, eine Foundation, die aussieht, als hätte sie nichts drauf. Finde ich eigentlich richtig toll. Ist eine leichte Geschichte. Aber wie gesagt, der Geruch hat mich jetzt etwas gestört. Concealer. Okay, er hat jetzt aufgehellt bei mir. Das ist in Ordnung. Auch unter den Augen konnte ich jetzt noch nicht großartig feststellen. Doch hier, da krabbelt es ein bisschen rein. Aber ich kenne das ja schon mit Concealer. Deshalb lasse ich sie auch meistens weg. Ich fand den vom Max Factor jetzt total in Ordnung. Leichte Deckkraft, hat das schön aufgehellt. Den habe ich ja so ein bisschen außen vor gelassen, weil den kenne ich schon. Der wird auch irgendwie weiter wandern, wahrscheinlich in einem Trash-Paket irgendwie mal. Weil ich weiß um die Deckkraft dieses Concealers. Und den habe ich schon ein paar Mal unterm Auge versucht. Und das ist für mich jetzt halt nichts. Man könnte es natürlich jetzt noch nehmen als Lidschattenbase. Also damit kriegst du wirklich alles eliminiert auf dem Lid. Das ist richtig toll. Der Eye Primer, wo ich mir immer noch nicht so sicher bin, ob das jetzt eine Lidschattenbase war oder nicht. Aber gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich werde aber trotzdem nochmal nachforschen. Wenn ich da jetzt falsch liege, dann erzählt es mir bitte. Hat seinen Dienst getan, fand ich okay. Der hat jetzt nicht so wesentlich was auf dem Auge gemacht. Vielleicht hat er ein bisschen Schein verliehen. Weiß ich nicht, fand ich okay. Dann hatten wir noch das Puder. Das fand ich gut. Also ist von NYX, fand ich ein tolles, farbloses Puder. Was soll das auch großartig machen? Das fand ich total in Ordnung. Hatte ich noch nicht, ist für mich auch das erste Mal gewesen, dass ich von NYX das probiert habe. Das fand ich total okay. Dann hatten wir den Bronzer, da bin ich jetzt so ein bisschen schockverliebt drin, weil ich finde, der ist zu meinem Hautton passt er wunderbar. Hat einen schönen Glow, einen schönen warmen Ton hat er. Also der ist überhaupt nicht aschig, sondern der ist so richtig sonnenfarben. Tolles Produkt, wird auf jeden Fall bei mir bleiben. Milani finde ich richtig, richtig toll. Leider ist der Farbton vom Blush her so, man, ihr seht es ja, man sieht den kaum. Aber vom Glow ist er ja schon fast, kann ich den als Highlighter nutzen mit so einem leichten, so sag ich mal, rotfarben oder orangefarbenen Unterton, finde ich total in Ordnung. Milani, da habe ich schon so viel von gehört. Allein schon das Packaging ist toll und da schwören die ja alle drauf. Ich finde, der staubt sehr, ne? Der staubt sehr, aber der wird schon bei mir bleiben, auf jeden Fall als Highlight. Ich kann mir den auch gut vorstellen, wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich gar keine Foundation drauf habe und einfach ein bisschen Highlighter haben möchte, dass ich so ein bisschen Farbe im Gesicht habe, könnte ich mir den richtig gut vorstellen. Den kleinen haben wir jetzt ja wirklich nur so auf den Augen hier probiert, da kann ich noch gar nichts weiter zu sagen, behalte ich aber auf jeden Fall hier. Wird in einem Schminki sicherlich nochmal auftauchen. Wimperntusche finde ich toll. Mich hat sie jetzt nicht so vom Hocker gerissen, aber sie trennt schon schön die Wimpern, die macht ihren Job. Aber da hat ja auch jeder seine Sorte. Und ich fand es jetzt okay, aber das ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, wow, die muss ich jetzt unbedingt haben. Aber ich fand die toll und ich finde es schön, sie einfach mal testen zu dürfen. Was hatten wir hier noch? Lippenstift und Konturenstift. Den Konturenstift, ja, pff, ist halt ein Konturenstift. Ne? Fand ich total okay. Also ganz ordentlich habe ich es jetzt gerade gesehen. Habe ich sie jetzt nicht gemacht, ne? Aber ist okay. Der Lippenstift auch okay. So eine Sensitivreihe finde ich aber toll für Leute, die wirklich so allergisch und solche Dinge sind.
Hätte jetzt so zu dem Look ein klein bisschen dunkler sein müssen. Aber mein Gott nochmal, ne? Ich finde ihn gut, aber auch hier wieder hat mich der Geruch gestört. Ich weiß jetzt, ich bin da vielleicht auch besonders empfindlich. Er riecht jetzt nicht unangenehm jetzt oder so. Aber für mich, wo ich denke, nee, das ist nichts. Ich mache lieber mit einem Lippenstift so, ja, wenn er parfümiert ist. Ich mag das gerne. Ne, aber das ist ja auch persönliches Empfinden. Das ist ja auch Geschmackssache. Ich hoffe, wir haben jetzt alle Produkte hier durch. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich finde, mir gefällt der Look sehr gut. Mir gefallen auch meine neuen oder mein neuer Haarschnitt gefällt mir richtig gut. Ist richtig ungewohnt, dass hier hinten so gar nichts mehr ist irgendwie. Aber mittlerweile haben wir uns jetzt ein paar Tage lang hier angefreundet und wir kommen ganz gut miteinander zurecht. Der Tageslook gefällt mir auch. Ich bedanke mich ganz, ganz lieb bei euch, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt. Und ich bedanke mich ganz, ganz lieb bei Flauschi für diese wundervollen Produkte. Ich hoffe, meine Produkte gefallen dir genauso gut, wie mir deine gefallen haben. Und ich werde jetzt gleich mal rüberschalten zu deinem Video und mal sehen, was du da denn so aus den Dingen, die ich dir zukommen lassen habe, was du da für einen Tageslook gezaubert hast. Ich finde, du hast mein Farbmotto komplett getroffen. Also du weißt, was ich gerne trage, sieht man. Und diese kleine Palette mit diesen Auberginen, die wird definitiv bei mir bleiben. Die hatte ich gar nicht gezeigt. Die wird definitiv bei mir bleiben. Bei dir finde ich richtig toll. Mag ich richtig gerne. Habt einen schönen Tag. Schönen Sonntag. Tschüss. Und schaltet auf jeden Fall zu Flauschi rüber. Die finde ich nämlich ganz grandios und die sehe ich selber unglaublich gerne. Denn das ist eine mega sympathische Frau. Mag ich einfach gerne sehen, erklärt immer alles gut, hat spannende Produkte jede Woche dabei, lädt auch immer mittwochs und sonntags hoch wie ich. Und ja, schaut einfach bei ihr vorbei und lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da und lasst ihr ein bisschen Liebe da.